La più bella von Martin Stommel, die absolut schöne, die absolute Schönheit, ist ein Triptychon, das seine ganze figurative Qualität zeigt. Wir sehen die Frauenkörper, wir sehen den Mensch, den Mann, den Maler in der Mitte des Bildes. Wir sehen einen Mann auf dem Rücken liegend. Und das alles ist so miteinander kombiniert, dass man in dem Triptychon natürlich das Zusammengehörigkeitsgefühl der drei Teile füreinander sofort erkennt und auch interpretieren kann. Wir haben in der Mitte die Schönheit an sich, und die Schönheit berührt den Künstler, berührt den Maler, den wir leicht an seiner Staffelei erkennen. Nun gibt es zwei Zustände. Die Schönheit entschwebt auf Dauer. Er kann sie nicht fesseln, er kann sie nicht halten. Oder die Schönheit und der Mann verbinden sich miteinander. Und der Mann liegt dann der Schönheit gewissermaßen zu Füßen und ist geknechtet. Das sind also sehr elementare, nachdenkliche Dinge über den Begriff des Schönen. Und da erinnere ich mich an ein Gedicht von Graf Platen, das zumindest in zwei Strophen seines Tristan-Gedichtes, daraus wollte er ursprünglich mal ein Drama schreiben, 1825 Folgendes festhält: Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben, wird für keinen Dienst auf Erden taugen, und doch wird er vor dem Tode beben, wer die Schönheit angeschaut mit Augen. Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe, denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen, zu genügen einem solchen Triebe. Wenn der Pfeil der Schönheit je getroffen, ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe. Und das ist genau das, was in diesem Bild ausgedrückt wird. Der Maler ringt ein Leben lang, der Künstler ringt ein Leben lang um das Absolute, um das absolut Schöne, auch um die Erkenntnis, um den Sinn der Existenz. Und dieser Mann in der Mitte des Bildes verschließt die Augen leicht schmerzhaft, denn der Weg zur Schönheit und der Weg durch die Kunst ist nicht immer ein einfacher Weg. Martin Stommel mit seiner dezenten Farbenmalerei ist einer der größten Figuratisten unserer Tage und hat hier ein sehr intensives Bildnis gemalt, vergleichbar den Triptychen von Max Beckmann, der sich ja auch als Zeuge der Zeit, als Leidender und schmerzhaft Berührter durch die Kunst in seinen Triptychen immer mit einbringt und darstellt.